Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Freunde, heute geht es darum, wie wir heute ein Workout erkennen. Ich weiß es leider noch nicht so ganz genau, nur habe ich halt immer wieder gehört, ja, Workout erkennt man, wenn der von links, wenn die Kameraführer von links kommt oder von rechts. Sehr komisch noch all das Ganze, sind ja noch ganz am Anfang. Daher nehme ich euch mit. Auch für diejenigen, die das Spiel jetzt nochmal nachgekauft haben und erst jetzt die RTG-Saison starten, ist das auf jeden Fall ein passendes Video. Ich werde nicht auf komplettes Video eingehen, sondern halt jetzt nur die genauen Animationen hingehen. Dazu habe ich mir jetzt den Lackschuh HD mal reingezogen. Der hat das auch detailliert erklärt. Und wenn ihr was über ein Traden oder sonst irgendwas lernen wollt, kann ich ihn euch sehr gern empfehlen. Ja, habt jetzt nur ein paar Videos von dem gesehen, wo der bisschen über Videos über Trading macht. Und ja, ich würde sagen, lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und let's go. Ein 86er, jedem Spieler so. Der Spieler kommt rausgelaufen, ganz normaler Walk. Also. Im Pack wird ein 86er drinnen sein, das heißt, wir haben hier in dem Pack. Die Lichter gehen ja schon mal hoch. Dann erkennt man, dass hier nur so ein viereckige Lichter hier aufgehen und hier sind die aus. Aber das dreht sich ja hier die ganze Zeit. 86 bis 87 So. und ihr seht auf jeden Fall Okay, dann kommt hier so etwas. wieder die Wasserfontäne. Digga, das ist ja voll das Studium. Okay, hier haben wir so eine Rakete oder Lichtbrumsdings. Und das Rating geht von unten nach oben hoch. Also es fängt quasi bei 0 an und geht dann bis 86. Das ist bei jedem Spieler so. Der Spieler kommt rausgelaufen, ganz normaler Walkout. Die Flammenwerfer kommen hoch, aber erst nachdem man den Spieler eigentlich schon erkannt hat. Wir merken Genau, Spieler muss ja auch noch natürlich, je rauskommen. höher das Rating, desto bunter, desto heller wird die Animation. Und dann schauen wir uns auch nochmal den 88 plus Walkout an. In diesem Fall ist es Lewandowski, der. So, jetzt nochmal. Und dann schauen wir uns auch nochmal den 88 plus Walkout an. In diesem Fall. Okay, also der kam jetzt von rechts. Lichter gingen an, hier an und hier. Das war ja auch sehr bekannt. Das ist jetzt mir direkt ins Auge gefallen. Ist es Lewandowski, der kommt hier rausgelaufen. Wir haben 88 hier wieder plus, okay. sehr, sehr viel Licht. Sehr viel Licht auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Ihr seht hier gerade ein Bild, wo alle vier Spielertypen abgebildet sind. Ihr seht. Okay. Ja, hier Nonware. Dann hier die Lichter auch. Ja, alle sind Lichter. Ganz oben Okay, links genau. 75 bis 82. Rechts. Okay, hier ist das in der Mitte. Hier so leicht rechts hier. Hier ist auch in der Mitte. Hier ist auch in der Mitte. 83 bis 85, 86, 87, 88 plus. Und wir sind hier in der allerersten Szene von der Pack-Animation. Alle vier Packs sehen wirklich nahezu identisch aus. Da müssen wir uns wirklich sehr, sehr konzentrieren bzw. sehr aufs Detail achten, um hier was zu erkennen. Und das Detail ist auf dem Boden. Ihr seht nämlich, dass die Kameraführung bei den oberen beiden, also bei den Nicht-Walkouts, von links kommt, während die Kameraführung bei den Walkouts von rechts kommt. Also wenn der Strich in der Mitte etwas weiter links ist, könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass es kein Walkout ist. Wenn er etwas weiter rechts ist, ist es auf jeden Fall ein Walkout. Jetzt haben wir Szene Nummer 2. Hier sehen wir auf jeden Fall schon, dass die Lichter angehen. Und wir können eigentlich direkt schon auf den ersten Blick erkennen, ganz oben links, der 75 bis 82er Spieler, der leuchtet gar nicht direkt auf. Genau, da bleibt es dunkel. Und jetzt Die hier. Karten, die mindestens 83 sind, leuchten direkt am Anfang auf. Alles unter 83 leuchtet nicht direkt am Anfang auf. Das ist so der erste Unterschied, der einem eigentlich direkt ins Auge fällt. Falls ihr das Aufleuchten der Karten vercheckt habt, könnt ihr natürlich auch auf die Scheinwerfer gucken. Die sind links und rechts platziert. Wenn die Scheinwerfer aus sind, ist es auf jeden Fall kein 83-Plus-Spieler. Sind sie an, ist es ein 83-Plus. Also im Endeffekt kann man eigentlich direkt als erstes da drauf gucken, ob da was aufleuchtet. Alles andere muss man dann halt dem Zufall überlassen. Spieler. Also alles unter 83 erkennen wir eigentlich relativ schnell. Alles über 83 wird aber ein bisschen tricky. Wir haben den nächsten Hinweis, an dem wir einen Walkout erkennen. Da müsst ihr etwas schneller sein, ein kleines Adlerauge haben, denn wir müssen oben auf die Spirale schauen. Ach so, da. Okay. Diese Riesentrophäe, Alter. Ist die Spirale, bevor das Rating, bevor die Nation, bevor irgendwas angezeigt wird, oben schwarz, ist es kein Walkout. Ist die Spirale. Kein Walkout, okay. Schwarz, aber hier ist auch schwarz. Okay, nicht ganz so schwarz. Ja, also wenn hier schwarz ist, aber hier reicht ja auch,
wenn man das ja da drauf schaut, wenn das nicht aufläuft. Spirale oben weiß, ist es ein Walkout. Ganz wichtig zu erwähnen, ihr müsst hier wirklich schauen, bevor das Rating, bevor die Nation, bevor irgendwas anderes aufploppt. Weil es ist eine Spirale und sie fängt sich an zu drehen. Das heißt, bei einem Walkout wird im weiteren Verlauf der Pack-Animation diese Spirale auch mal schwarz sein. Und bei den Nicht-Walkouts wird es auch irgendwann mal weiß sein. Das heißt, dieser Hinweis ist wirklich nur für den Anfang gültig. Das Ganze ist ein bisschen tricky, es gibt allerdings noch einen weiteren Hinweis und der ist etwas einfacher. Ihr seht ja im Hintergrund diese ganz vielen kleinen Lichter. Bei den Nicht-Walkouts müsst ihr mal nach ganz rechts schauen und dort seht ihr nur eine Reihe, die nicht belichtet ist. Schauen wir uns hingegen die Walkouts an, haben wir drei Reihen, die noch nicht belichtet sind. Das ist meiner Meinung nach eigentlich der einfachste Hinweis, um zu erkennen, ob es ein Walkout ist oder nicht. Weil diese Lichter, die sind sehr groß, die springen einem ins Auge. Und diese Spirale da, die ist wirklich sehr klein, da muss man sich wirklich konzentrieren. Deswegen würde ich euch empfehlen, auf die Lichter ganz rechts zu achten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Einen maximal 82er kennen wir daran, dass die Scheinwerfer nicht angehen. Einen Bordspieler, also einen 83er bis 85er, kennen wir daran, dass zum einen die Scheinwerfer an sind und dass hinten die vielen kleinen Lichter von ganz außen schon anfangen zu leuchten. Und okay, also die Lichter ist schon mal klar, da wird direkt als erstes hingeguckt und hier muss es schwarz, dann auch schwarz sein. Oder ne, nicht schwarz sein. Und schwarz ist kein Walkout. Und hier die Lichter. Es gibt natürlich auch noch den Hinweis mit der Spirale. Ist die Spirale dunkel am Anfang, ist es kein Walkout. Ist sie hell, ist es ein Walkout. Den Walkout erkennen wir also daran, dass zum einen die Scheinwerfer an sind, dass oben die Spirale hell ist und dass rechts die Lichter ganz außen noch nicht scheinen. Der einzige Unterschied, der uns jetzt noch fehlt, ist die Walkout-Unterscheidung. Ist es ein 86er bis 87er Walkout oder ist es ein 88 plus Walkout? Auf dem Bild aktuell erkennen wir das nicht. Dafür müssen wir uns eine Sekunde länger die Pack-Animation anschauen. Wo wir uns diesen Unterschied anschauen, Freunde, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da für diese Arbeit. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Sehen wir auf jeden Fall, wie das Rating hochgeht. Wir sehen langsam die Flagge. Wir haben von links und rechts wieder unsere Wasserfontänen, aber an diesen Merkmalen erkennen wir noch nicht den Unterschied. Und für diesen Unterschied, ich schwöre, ich habe da so lange dran gesessen, um diesen Unterschied zu sehen. Und der Unterschied ist der Boden. Bei dem 86 bis 87er Walkout leuchtet der Boden. Bei dem 88 plus Walkout ist der Boden clean. Und ja, aber da ist wieder... Aber das sieht ja aus, als wenn es ja schwarz ist. Aber hier ist dann wieder nichts schwarz und hier auch nicht. Aber hier sieht es ja dunkel aus. Und hier... Ja, okay, die Kamera für uns leicht links. Und beide Seiten sind grau, aber hier ist ein bisschen dicker. Und hier ist es komplett am Leuchten, okay. Okay, hier haben wir zwei, ja, ist ja gleich hier, ne? Hier und da ist auch gleich. Okay. Also wichtig ist, wenn das hier durchleuchtet, hier Walkout, hier, also direkt mal hier so anfangen zu gucken und dann hier. Es irritiert ein bisschen, weil das auch hier ein bisschen dunkel ist. Aber trotzdem kann man dann nochmal hier hingucken. 86 bis 87. Und hier haben wir 88. Okay. Und das ist der letzte Hinweis, um den Walkout zu erkennen. Wir schauen uns jetzt gemeinsam 4 Packs an und wir versuchen zu erkennen, ob es... Gut, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo auf das Video da. Und ich wünsche euch viel Pack-Luck. Jetzt wisst ihr, wie die Walkout-Animation aussieht. Macht's gut, haut rein und ciao.